Und wir sind wieder zurück bei Empires und Puzzles. Naja, gut, ich nehme es gleich in einer Tour auf. So, was wollten wir denn? Stimmt, wir wollten unsere Helden leveln, sofern wir noch genügend Happy Happy haben. Essen ist in diesem Spiel echt Mangelware, das muss man ja mal sagen. Ja gut, wenn man bedenkt, dass ich hier noch Leute am Ausbilden bin und alles. Das kostet alles Geld. Naja, mehr oder weniger. Egal. So, gehen wir zur Wehklagebucht. Gucken, was da passiert. Provinz Nummer 7. Oh, es gibt wieder Hunde und irgendwelche komischen Assassinen. Okay, einen Assassin haben wir schon mal im Keim erstickt. Und der Hund ist jetzt auch im Eimerchen. Ah, die machen aber schon wieder Schaden. Ja gut, dass das Spiel auf die Dauer schwerer wird, das ist vollkommen legitim. Also vollkommen klar. Wäre ja auch merkwürdig, wenn es leichter wird auf die Dauer. So, machen wir so, dann haben wir maximal. Einfach müssen wir den Assassinen da hinten, diesen Ezio Auditore für Arme. Müssen wir erstmal wegkriegen. Ne, wir nehmen erstmal das Hühnchen. Das ist jetzt mit Mal des Efeus erstmal richtig schön verhackstückt worden. Na, ich glaube, nochmal werden die beiden nicht drankommen. Sage ich doch. Oh, Endgegner. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's rund hier. Jetzt aber richtig. Oh, ich merke gerade, dass meine Naturtante gleich im Eimer ist. Na, holla die Waldfee, alles andere aber auch. So, schnell nochmal alle verstärken. Oh, oh, das könnte... Au, 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 Fu Manchu hier. Das war jetzt sauber. Jetzt geht's auf den auch noch los. Heiliges Blech, Alter. Das Spiel wird nämlich schwer. Naja, was ist schwer? Ich muss einfach nur mehr Leveling betreiben und sowas. Sprich, die Woche über sehr, sehr viel Essen farmen und vielleicht schon was leveln oder so. Weil sonst sehe ich hier schwarz für die Zukunft. Bin nur ehrlich zu euch. Ja, wenn die eine Fledermaus da ist. Ja, eine, oh gut, eine bessere, gar keine. Das sieht doch bisher gar nicht mal so verkehrt aus. So, machen wir den Doppelangriff. Komm, wir nehmen mal lieber das Mal. Hat zwar nicht so den ganz gewünschten Erfolg gebracht, aber Hauptsache, wir haben Bane noch, wenn noch mehr Finsternis-Gegner auftauchen, so wie jetzt in diesem Fall. Wir nehmen den. Und jetzt nehmen wir den, der ist danach nämlich schön vergiftet, der alte Fliegenpilz. Das war schon mal kritisch, das ist sehr schön. So, schnell den Special. Dann ist der da oben schon mal weg. Vergiften wir noch den einen Kollegen da. Achso, der ist jetzt auch weg. Ja gut, hab nichts gesagt.
wie machen wir es jetzt am dümmsten? Genau. Erstmal versuchen wir den wegzubekommen. Der ist jetzt weg. Jetzt haben wir den. Ach komm, setzen wir unseren grünen ein. So, das Mal des Efeus. Gut, jetzt ist der schon mal weg. Endgegner. Oh, zwei Grizzlies. Den machen wir einen Harmonieangriff. Dann hauen wir den mit Finsternis kaputt. So, jetzt aktivieren wir alle Dunkelheitssteine. Ja, der gut, der hat zwar seinen Special voll, aber das ist mir relativ. Der ist nämlich als nächstes dran, deswegen hauen wir ihn jetzt noch komplett weg. Na, ja, das war jetzt so kontraproduktiv. Egal. Er ist weg. Und weg ist immer gut. Bam, bam, bam. Und da sehe ich, da wäre aber noch ein Dreier drin gewesen. Auf jeden Fall Items. Okay, hier sind jetzt keine Naturgegner. Oh, perfekt. Können wir direkt einen Finsternisstein haben. Den wir auch direkt nicht einsetzen. Ich will erstmal ein paar Finsternissteine sammeln. Oder auch nicht, weil das Spiel mich nicht lässt. Naja, kann man machen, nix. Okay, dafür ist der weg. Der ist auch wunderbar. Welle 2 direkt schon mal verstärken. Jetzt setzen wir unser Steinchen ein. Okay, der 3, der 3. Jetzt müsste der aber rechnerisch, ja, weg sein. Nee, ist er nicht. Egal, dann machen wir halt so. Ja. Ich komme zum Gegner an und bin wahrscheinlich, ja, komplett fertig, was die Fähigkeiten anbetrifft. Der wilde Eber. Kann gleich noch das Mal einsetzen. Ah, der ist leider nicht ganz so AFK. Oh, jetzt haben wir einen grünen Superstein. Können wir eigentlich auch direkt einsetzen. Und was noch lebt, kriegt... Wenn noch was lebt, was jetzt nicht der Fall ist. Oh, wir haben einen Edelstahl erhalten. Oh, Milizrekruten, ne? Wunderbar, können wir wieder schön Leveling machen. Dann ist Gegner schon wieder. Na, ihr werdet mir allmählich zu lästig, ihr blöden Fledermäuse. Aber nur die eine Stufe war jetzt ein bisschen eklig. Sonst ging das eigentlich alles. So, jetzt haben wir mit Natur drauf. In Hoffnung, dass sich eventuell... Jetzt müssen wir mal einen verblasen. Und noch einen verblasen. Nur um das hinzukriegen. Immerhin, wir kriegen einen grünen Edelstein dafür. Ja, jetzt holen wir uns noch gleich einen lila Edelstein. Machen wir das mal. Das müsste eigentlich für die Fledermaus reichen. Warum frage ich? Na ah, gut, der war. Ach komm, wir machen das jetzt so und dann hat sich das Thema mit dem Viech erledigt. So, jetzt ist man grün. Komm, Dunkelheit jetzt auch noch. Das gegen den. Und das gegen den. Sonst ist der nämlich futsch.
Also ist als nächstes. Ich denke, die Fledermaus im Eimer. Zumindest die eine. Ja, moin. Ja, gut, den kleinen Stups, den. Den verkraft ich schon. Ja, Gott, nochmal eine Welle. Das darf doch halt nicht wahr sein. Okay, probieren wir erstmal die Fledermaus da wegzubekommen. Hat sogar geklappt. Nehmen wir als nächstes das Viech. Auch weg. Wunderbar. Dann noch mit doppelter Combo. War ja wieder klar, dass sie mit einem HP überlebt. Endgegner. Oh, zwei grüne Oger. Okay, der ist als erstes dran. Oh, direkt Harmonieangriff und dann direkt. Ja, Servus. Alter, was kloppen die beiden rein? Ich habe schon viel gesehen, aber das geht ja mal ja nicht. Schon zwei im Eimer. Schnell Harmonieangriff. Jawohl, der ist weg. Perfekt. Ja, jetzt ist auf jeden Fall. Ja, haben wir schon gedacht. Ja, der macht jetzt ein Special. Das wird jetzt wahrscheinlich auf Gunnar gegen den Ork hinauslaufen. Ja, Gunnar hat's geschafft. Heide Witzka, nee. Das war jetzt eine ganz, ganz knappe Kiste. So, jetzt muss ich mal selber gucken, was können wir denn noch hier Schönes in der Basis machen. Wir haben ja wieder 6000. Können eigentlich unsere Truppen noch ein bisschen verbessern. Nehmen wir auch mal die Finsternis-Truppen. Duh! Am Popo nehmen wir die Finsternis-Truppen. Okay, gucken wir mal. Wie weit können wir ihn aufleveln? Also, wie viel Geld haben wir? Ja, doch, das passt doch schon. So, drei da rein. Düt. Oh, die eine Mission. Oh, wieder alles. Finsternis sei schon grün. Benötigen wir ja auch. So, gleich doppelte Combo. Läuft fünffach Combo. Oh, der Baum hirt. Na, also, Fluch der Blindheit. Ach, du ahnst es ja echt bald nicht mehr hier. Bin ich gleich doppelt erblindet. Na, du bist ein böser Bube. Das Spiel will mich noch veräpfeln, ey. So, jetzt machen wir einmal so. Dann heilen wir den Bane noch eine Runde. Ja doch, machen wir mal wieder Spiel, es von uns möchte. Dann können wir eigentlich auch das machen. Perfekt. Und der ist als nächstes, dann hauen wir dem jetzt mit Bane aufs Maul. Und nochmal mit Mal des Efeus. Weil dann ist er weg. Perfekt, jetzt können wir erstmal unseren Angriff ein bisschen steigern. Doppelt. Ja, moin. Special. Auch nicht allzu viel gebracht. Okay, der ist jetzt dran mit dem Special.
wollen wir den noch erstmal ein bisschen. Ja, verfehlt. Ja, moin. Oh, oh, oh. Dem Bane geht's nicht gut. Und das noch bevor wir beim Endboss sind. Nein, ich versteh's nicht. Jetzt ist er weg. Ob der dran ist oder in China fällt ein Sagreis, das interessiert mich gerade nicht. Aber er ist schon mal weg, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Können wir eigentlich einmal komplett durchheilen? Können wir tatsächlich, läuft. Auch nur mal so um die 100. Egal. Passt schon. Boah, was vertragen die? Das ist doch nicht mehr normal. Oh, das war jetzt eine sehr, sehr starke Kombo. Okay, der hat sein Special voll. Also, hauen wir ihm auf die Nuss. Gut, der andere hat zwar auch sein Special voll, aber das interessiert mich gerade herzlich wenig. So, schnell den Special aktivieren. Am besten schon gestern. Und er ist weg. Jawoll. Hei, der Daus. Okay, irgendwas ist gerade voll geworden. Nein? Gut. Naja, nächstes Mal machen wir einfach weiter. Ich muss jetzt erstmal ordentlich hier Dingskirchen. Happy, happy, dass das voll ist. Und dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal so anstellen können. Bis dahin, auf Wiedersehen. Schaut.